Zumindest nicht in dieser Welt. Auch eine schöne Musik übrigens. So, da sind wir auch schon wieder. Schon wieder. Das müssen wir auch noch einzäunen hier. Okay. Oh, jetzt bin ich ans Headset gekommen. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Gut, jetzt packen wir mal wieder ein paar Sachen hier hinein. In die Öfen. Wie zum Beispiel das, das und mehr Eisen. Gut, dann können wir nämlich die da reinpacken. Die und die. Okay, dann haben wir eine volle Kiste. Scheiße. Wie machen wir das? Melonen-Seeds. Die können wir da eigentlich auch mal hinsetzen. Gut, machen wir aber erstmal das andere Zeug hier rein. Hey, jetzt läuft meine Nase natürlich, weil ich genießt habe. Brot bekommen wir da nicht mehr rein. Die Seide auch nicht ganz. Verdammt! Aber das Eisen. Da haben wir noch mehr. Gut, wir müssen uns noch eine Kiste machen. Unbedingt. Unser Platz neigt sich dem Ende. Genau wie der Part. So. Die zwei passen da genau noch hin. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur bei Kürbissen so ist oder auch bei Melonen, dass hier immer eins frei sein muss, werden wir ja dann mal sehen, wenn die Teile gewachsen sind. Die übrigen tun wir jetzt natürlich in keine Kiste. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, in eine Kiste. Aber nein. Gut, Leute, ich würde dann sagen, das war's mal mit der Aufnahmesession. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Let's Play Minecraft. Also, bis dahin, tschüss und ciao und bye bye. Über Bewertung, Kommentare und so weiter würde ich mich wie immer freuen, wisst ihr ja mittlerweile schon. Nicht vergessen, Luft zu holen. Also, bis zum nächsten Mal, tschüss, bye bye. Hallo, Leute, und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft. Wie ihr hier links unten seht, sind wir in der Minecraft 1.0.0. Das heißt, das ist jetzt die fertige Version. Minecraft ist aus dem Beta-Status ausgetreten und hat jetzt das Spiel sozusagen fertiggestellt. Also das ist die fertige Endversion von Minecraft, wie wir es kennen. Darin enthalten sind jetzt die ganzen Patches, die von den Pre-Release-Versionen 1.9, also 1.9.1, 1.9, also die 1.9 Pre-Release 1 bis 5 oder 6, glaube ich, ging das. Das ist jetzt alles hier in einem Pack zusammengefasst. Wir schauen mal in unsere kleine Let's Play-Welt, die ihr ja schon kennt. Und, Musik. Mal so nebenbei. Ich mache eh nur einen ganz, ganz kurzen Part, um euch etwas zu informieren. Ja, was wir jetzt tun werden. Okay, das Wasser sieht schon richtig geil aus. Use Patch to fix, bla bla bla. Also, ich habe mir gedacht, da viele Änderungen jetzt, auch was die generierten Maps und alles und die Biome angeht, zum Beispiel gibt's hier jetzt keine Schneewelten, bla bla bla, da müssten wir ewig weit laufen. Oh, neuer Sound. Cool. Gut, jetzt, da hier, was zum Teufel, okay, das Texturenpack, oh mein Gott, ich kann durch die Erde gucken. Seht ihr das? Okay, ja, das sieht richtig episch aus hier, der Boden. Gut, worauf ich hinaus will, wir werden, hab ich mir gedacht, eine neue Welt anfangen. Wir spielen zwar noch nicht so lange hier, aber ich möchte doch gern die ganzen neuen Features direkt hier drin haben, wenn wir eine neue Welt generieren. Und ja,
ich denke, ihr versteht das. Falls ihr jetzt komplett dagegen seid, dann Kommentar drunter. ÖSP, ich glaube, du spinnst, mach die Welt hier weiter. Und wenn ich dann stimmt mir zu oder schreibt einfach keinen Kommentar und so weiter. Auf jeden Fall werde ich mir höchstwahrscheinlich hier eine neue Welt machen, wahrscheinlich heute Abend noch, damit ihr morgen dann die neue Welt seht. Falls ihr, darum möchte ich euch noch bitten, also falls ihr das Video hier anschaut, falls ihr gute Texturenpacks kennt, für die auch schon hier geupdatet wurde, für die 1.0.0, für die fertige Minecraft-Version, dann schreibt's mir unter die Kommentare. Ich werde mir jedes, das ihr hinschreibt, ansehen. Und welches mir gefällt, das werde ich dann hier reinpacken. Ja, was ist jetzt... okay. das werde ich mir hier reinpacken. Das John Smith hier habe ich schon gesehen. Das gibt es noch nicht in der fertigen 1.0.0. Das gibt's in der 1.9 Pre-Release 4, glaube ich. Das ist das aktuellste. Sollen wir warten, bis das geupdatet wurde? Oder wollen wir so, also sollen wir dann so lange ohne Texturenpack spielen? Oder soll ich ein komplett neues ausprobieren? Das könnt ihr mir mal drunter schreiben. Wie gesagt, falls ihr ein gutes kennt, schreibt es dazu. Ich google dann oder was weiß ich. Schreibt mir eine PN mit dem Link. Und ja, was ich noch sagen wollte. Ja, wir werden eine neue Welt anfangen wahrscheinlich. Hier gibt es ja viele neue tolle Sachen, habe ich gesehen. Wow. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das wird sehr schön. Und was neue Welten generieren angeht, das wird jetzt nicht jedes Mal so laufen, dass wir nach einem Monat oder so eine neue Welt machen. Da das jetzt die 1.0.0 ist, wird, ja, ich denke mal, dass da in nächster Zeit nichts Größeres kommen wird. Falls doch, werden wir die Welt auf jeden Fall nicht mehr neu machen. Also das wird dann jetzt unsere endgültige Let's Play-Welt, für die wir auch die nächsten over 9000 Folgen spielen werden. Und ja, also das wird dann endgültig die letzte neue Welt, die wir machen werden. Ja, schreibt mir in die Kommentare wegen Texturenpacks oder falls ihr dagegen seid, dass wir hier eine neue Welt machen. Ich meine, so viel haben wir jetzt hier noch nicht gemacht, das können wir alles schnell nachholen. Und ja, wenn, ja, auf jeden Fall sehen wir uns bei den nächsten Videos. Ich freue mich drauf, dass wir jetzt die 1.0 hier haben. 1.0.0! Um genau zu sein. Und ja, Minecraft ist fertig. Yay! Also gut, Leute. Wir sehen uns dann bei den kommenden Videos. Bis dann. Ciao. Bye bye. Und bis zu den nächsten Videos. Vergiss nicht, die Kommentare zu schreiben. Bäh.